Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Evil Within 2. Wir haben in der letzten Folge sozusagen, nicht sozusagen, sondern wir haben diesen Psychopathen gekillt, nur um dann direkt unser Kind wieder stehlen lassen, und zwar von, guck mal, da haben wir ihn gekillt, kann man sogar sehen. Oh. Ein riesiges rotes X, das nenne ich Kunst. Ja, hier sind ja auch alle schon gestorben, außer die beiden. Nee, und sie wurde dann gestohlen, und zwar von einer, die wahrscheinlich aus dem ersten Teil ist, seine Frau, die aber eine Art Monster war. Deswegen schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. So, das Büro sieht anders aus, wie man sieht. Jetzt liegen hier Kerzen. Da ist grünes Zeug. Der Dia-Projekt, der zeigt was an. Gar nichts. Was ist das? Wo ist der Spiegel? Wissen wir nicht, deswegen speichern wir einmal. Besser ist besser. So. Der Spiegel ist weg, ist natürlich schlecht. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwas zusammenbauen können, bevor uns da dieses Ritual da, was das mal ist, machen. Naja, haben keine kaum Waffenteile. Gut, dann lass uns nochmal hier reingehen. Da ist eine Puppe. Okay. Wo bin ich denn jetzt? Das sieht aus wie eine widerliche alte Gruft. Haben wir noch irgendwas an Munition hier eigentlich? Ein Schuss? Gar kein Schuss? Na gut. Lieber ein Schuss, gar kein Schuss, ne? Hier liegen über Leichen drin. Ah, guck mal, da liegt was. Na, ein bisschen Schießpulver. Das können wir gut gebrauchen. Da hinten ist noch ein... Was ist das? Oh, ein etwas für unsere Armbrust. Jo, ein Harpunenbolzen. Hier, können wir irgendwas machen hier? Nö. Das Symbol kenne ich. Als hätte ich es in der echten Welt gesehen. Okay. Hier irgendwas? Nö, müssen wir hier wahrscheinlich durch, ne? Das Gute ist erst die Türen. Okay. Sie sollen antworten. Ich werde Ihnen helfen. Oh Gott. Wer? Was war das? Na, guck mal, das ist schon mal gut. Schrot. Ah, perfekt. Ein paar Kisten. Mehr ist ja auch nicht zu finden, ne? Noch eine Kiste. Hier ist ein bisschen Leben. Schön ist es hier nicht, muss man ja mal zugeben. Hier ist noch eine Kiste. Komm her, du. Ja, Waffenteile. Hol mir nachher. Okay, also gut zu wissen. Damit kann man anscheinend was machen. Mal alles mit hier. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? Foltergeräte. Fast schon mittelalterlich. Also war der andere Psychopath wahrscheinlich noch ein bisschen humaner als dieser hier. Okay, warte, ich will ganz kurz was schauen. Man konnte auch hier weitergehen, oder? Auch eine Tür. Okay, wir gehen aber erstmal hier weiter. Da hinten hören wir ein paar Schreier, vielleicht ist da ja irgendwas. Oh, es geht runter.
Nach unten gehen ist immer scheiße. Oder? Aber nach unten gehen ist immer ein bisschen scheiße. Ach, guck mal hier. Komm ich doch direkt mal durch. Ich liebe schmuddelige Gänge. Wer immer hier die Kerzen aufgestellt hat, das ist aber auch abgefahren. Ach, guck mal hier. Der sieht aus, als ob der gleich noch lebt. Gut, dass wir ihn gleich killen. Der wäre sonst gleich gerade eben aufgestanden, oder nicht? So, wir spritzen uns kurz was. Und nehmen das mit. Zack. Und das. Gut. Jetzt haben wir aber leider erst unsere Axt jetzt weg. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Aber was soll's. Diese Tür können wir nicht aufmachen, okay. Zurückgehen. Brauchen unbedingt eine Axt wieder. Weil das so cool ist, wenn man die Leute so damit killen kann. Okay. Na, kommen wir hier durch oder muss man da irgendwas? Na, die geht auf. Oh Gott, das sieht nicht einladend aus hier. Nicht mal ein bisschen. Es knirscht und knarzt hier an jeder Ecke. Nichts gefunden. Testen mal, was wir hier machen können. Ich höre auf jeden Fall widerliche Geräusche. Gehen wir erstmal hier links. Okay, der ist von der anderen Seite. Das ist natürlich gut für uns. Der ist recht wild, der gute Mann. Hoffen wir, dass diese Tür nicht aufgeht gleich. Weil die wird garantiert aufgehen. Auch nicht. Ich hätte mal den gleich killen sollen. Gehen hier durch. Wie ein kleines Labyrinth hier alles. Was ist das jetzt hier? Oh nein. Irgendwas machen wir elektronisches an damit. Kann ich wohl benutzen. Okay. Oh. Wenn ich damit nicht jetzt die ganzen Türen da hinten geöffnet habe. Ich habe das fast verwendet, um etwas zu kurbeln. Was es ist, muss man selbst rausfinden. Hier geht's nicht woanders hin, ne? Die wachen alle auf da gerade. Shit. Shit, shit, shit. Kann ich die wieder einsperren? Ne. Okay, müssen wir gucken, wie wir da jetzt... Man sieht, sind da einige. Aber lass mal testen. Ihn müssen wir als erstes killen. Ganz kurz mal überlegen, wie ich es mache am besten. Ich kann die Flasche irgendwo hinwerfen, pass mal auf. Ugh.
sind ja einige Türen aufgegangen. Eigentlich alle. Müssen aufpassen, dass jetzt keiner hier killen kann. Das können wir uns auf jeden Fall mal holen hier. Nachladen. Ich weiß, es ist mega dunkel hier drin. Ihr seht nicht so viel. Ich lasse das Licht mal an. Okay, da hinten ist noch ein Monster. Müssen wir vielleicht auch erstmal killen. Ihn da drin müssen wir wahrscheinlich auch gleich killen. Warte mal kurz, dass er ein bisschen weitergeht. Mal kurz warten. Er zurückkommt, Munition müssen wir ersparen. Das ist nur eine Flasche, hier liegt, ne? Also eine normale Flasche. Da müssen wir ihn nicht killen unbedingt. Lassen wir den mal in Ruhe. Finden wir mal raus, wofür wir die Kurbel brauchen. Ach, guck mal da. Ach, das. Oh, da kommt noch einer. Scheiße. Okay, drei Leute, das ist natürlich schwierig. Dann können wir einen auf jeden Fall killen irgendwie. Hat er nicht gehört, ne? Scheiße. Oh. Also den einen könnte ich doch jetzt da locker mit Messer killen. Und den anderen schießen wir dann eine irgendwas in den Kopf. Oder werfen eine Flasche da hinten hin, das geht vielleicht auch. Oh nein, Flasche. Okay. Alle Schüsse wieder verballert. Oh. Wo kommt er denn her? Ah. Flasche war besser, das war gut. Mal gucken, ob wir den anderen noch killen können. Erstmal nachladen hier. Schade. Ärgerlich. Hätte ich mir anders vorgestellt gerne, aber naja. So, jetzt lesen wir uns gleich noch durch. Da hinten löppt er. Haben wir Glück. Wir können den irgendwie killen. Also. Probieren's mal, pass mal auf. Oh. Oh, komm schon. Okay, warte.
Mann. Weißt du, man freut sich, wenn man so viel Munition hat. Und dann sind hier einfach Arsch viele Leute. Okay, warte. So. Ich hoffe, es waren jetzt alle. Das Geile ist, ich hoffe, es waren jetzt alle und wir haben nichts mehr. Kein einziger Schuss. Also wieder richtig gelohnt für uns. Ich weiß zumindest, wo ich die Dings hin tun soll. Wie heißt das? Die Kordel oder Kurbel. Kordel sag ich schon, die Kurbel. Die kommt wahrscheinlich da vorne rein gleich. Ich glaube nur, dass keiner kommt in der Zeit, wo wir kurbeln. Aber ich glaube nicht. Kannst du kurz mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt, was wir nicht entdeckt haben? Aber hier sind alle rausgekommen, die ganzen Affen, ne? Hier hinten die Kiste kaputt hauen? Er steht nicht auf, okay. Gut für uns. Oh, hier, so eine Schlüssel. Auch nicht schlecht. Ah. Ach, tot treten. Tot treten. Ja, perfekt. Gut, dass er auf dem Boden war. Danke. Und mehr hat er hier nicht drin gehabt, ne? Schade. Schade, schade. Gut, haben wir alle gekillt hier? Dann können wir da hinten aufmachen, glaube ich. Ich würde jetzt in Munition ungern welche jetzt herstellen. Einfach aus dem einfachen Grund. Ach, wir haben das Ding auch noch. Aus dem einfachen Grund, dass ich glaube, wenn wir jetzt welche herstellen, ist ja viel billiger bei der Werkbank als jetzt, ne? Also. Man hätte wahrscheinlich auch alle ablenken können und dann versuchen, aufzukurbeln. Aber ich glaube, es hätte nicht funktioniert. So viele, wie die gekommen wären. Schrotmunition. Okay. Das ist ja auch scheiße. In jedem könnte irgendwas Komisches drin sein, oder? Man könnte natürlich auch belohnt werden im Jeden, ne? Wenn da irgendwas findet, aber ich glaube, irgendwo sind Monster drin und irgendwo gibt es eine Belohnung. So, warte mal. Muss hier drin sein, ne? Ja, was befindet sich hinter den Kisten? Jemand, der uns killen kann? Oder einfach nur Kisten? Zumindest ein Geheimgang. Was schon ziemlich cool ist. Lass uns mal da reingehen. Es geht in die nächste. In die nächste Kammer. Nur kurz mit. Und da oben sitzt einer, der uns gefährlich werden kann. Aber war vielleicht besser von uns, oder? Sonst hätte ich gleich schon wieder meinen Schrot verballert.
Was ja auch irgendwie blöd gewesen wäre. So. Kann ich das Messer haben? So, ist noch irgendwas, was wir erfassen? Noch mal reingucken. Ich glaube, es ist nur einer drin. Bei zwei wäre es doof. Einsammeln kann ich da nichts, doch. Ist schon wieder irgendwas, wo wir so rein können. Ein bisschen Angst hier. Ah, guck mal, hier ist ein Resonanzpunkt, okay. Hallo? Mal einstellen. Und so klingt Verzweiflung. Na, Schnucki. Daraus wird wohl nichts. Ich wollte gerade sagen, habe ich doch weggeballert. Aber geil, guck das mal an. Die Augen sind da immer noch in der Luft. Wie cool ist das denn? So, hier waren wir ja gerade drin. Wo hier was drin ist. Nee, ah, da waren wir ja schon. Da sitzt der Typ vorne. Und hier können wir wegen der anderen nicht rein. Jetzt gibt es ja noch diese Tür. Wie bitte? Ah, geht nur runter. Hier vor? Oh Gott, was da unten auf uns wartet. Bin ein bisschen aufgeregt. Okay. Oh. Das war mal eine Morscheleiter. Gut. Wie es hier unten weitergeht, beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis dahin, tschüss.